Die Aussage, dass es auf die Größe nicht ankommt, stimmt sicher nicht in allen Bereichen unseres Lebens. Für eine ganz spezielle Gruppe von Menschen ist sie sogar von zentraler Bedeutung. Sie widmen ihre Freizeit der Zucht von Bäumen in Zimmergröße. Wer 150 Bäume in seinem Garten haben will, braucht entweder einen sehr großen Garten oder sehr kleine Bäume, wie Gerhard Gruber, der Mitte der 90er Jahre auf den Bonsai gekommen ist. Heute ist er ein wahrer Meister im Umgang mit Schere und Draht. In Draht brauchen wir nicht, dass der Baum gedrungen und klar wird, sondern in Draht brauchen wir, dass wir ihn ausrichten, wie wir ihn haben wollen. Jeder junge Baum hat Bestreben auf zum Licht, dass er zum Licht aufkommt. Ne? Das wollen wir nicht. Ein junger Baum steht so da und der alte steht so da. Und das wollen wir erreichen. Darum nehmen wir einen Draht. Da wird der Ast eingewickelt mit dem Draht und dann wieder gekriegt, im Bogen, bis dass er dort steht, wo man haben will. Ein Bonsai fordert viel Zuwendung, Achtsamkeit und noch mehr Geduld. Die Zwerge wachsen genauso schnell oder besser langsam wie ihre großen Brüder in der freien Natur. Wenn ich heute von Samen anfange, ist natürlich ein himmellanger Weg. So alt wie ich nimmer. Also ich brauche mit dem Stickling nimmer anfangen. Das ist der Liebe nimmer. Wenn man heute als junger Bursch oder Frau anfängt, dann kann man das machen von klein auf. Okay, den lasse ich heute einmal im freien Bett oder in einer großen Kiste irgendwo einmal schießen. Dann schneide ich wieder an komplett. Dann lasse ich ihn wieder schießen, schneide ihn wieder komplett an. Und so baust du schon langsam einen Baum auf. Aber es dauert natürlich immens lang. Das ist, bis du da mal was siehst, das dauert 30 Jahre. Dass du mal einen Stamm hast, Stammvolumen hast, ne? Das dauert alles immens lang. Darum kramen wir in der Natur viel Bäume aus, die schon ein wenig was haben, die schon ein wenig was hergeben, ne? Die schon einen Wurzelansatz haben, wo wir viel schauen, das ist der Wurzelansatz, dass der schön sternförmig auseinandergeht, ne? Das schauen wir. Und so findet sich in Gerhards Garten so ziemlich alles, was die heimische Flora an Bäumen hergibt, aber auch Zukäufe aus dem Ausland, wie diese sizilianische Wildolive. Eigentlich, pardon, ein Schircherbaum. Mir sagt der irrsinnig viel. Wir wollen keine grauen Stängel. Das ist aber so. Jeder, der Bewegung hat, der sich rührt, der Baum, ist für uns schön. Und ich meine, das Totholz, wenn man das Totholz anschaut, von was der Baum lebt, der hat nur mehr da auf die Saftbahn. Das ist nur mehr da unten die Stickel-Saftbahn, was der hat. Mehr hat der nicht mehr. Alles andere ist tot. Aber gerade das macht es aus. Ne? Gott, das macht einfach das Interessante aus. Ne? Das ist das, wo ich sage, hey, das ist geil. Auch Gerhards Clubkollegen finden den Garten ihres Obmanns geil. Und die wissen genau, worauf man schauen muss. Zum Beispiel, wenn ich jetzt eine aufrechte Form habe, so eine leicht gebogene aufrechte Form, bei uns nennen sie das frei aufrecht, sagt man da, der sollte ungleichschenkeliges Dreieck haben. Also er soll nicht so wie ein Christbaum ausschauen, wie ein Weihnachtsbaum, sondern eher ein bisschen aufregend, ungleichschenkelig und so. Dann gibt es die Äste, sollten unten natürlich dicker sein, die oberen Äste, weil oben ist ja der Baum noch jung, unten ist er schon älter. Das Moos einen schönen Bewuchs haben, der Wurzelansatz gehört dazu, der sollte schön sein, regelmäßig. Spiralförmig vom Baum, vom Stamm angelegt und so. Also da gibt es schon einige, ja, was man achten sollte. Mittlerweile ist auch Gerhards Projekt des heutigen Tages kurz vor dem Abschluss eine chinesische Ulme, die es heuer so richtig wild treiben durfte. So, das wäre jetzt einmal das Grundgerüst, wie er eigentlich das ganze Jahr dasteht. Und jetzt ist er wieder gesund, jetzt kann er wieder anschieben, jetzt hat er wieder Kraft. Jetzt wird er natürlich im Herbst nur einmal gedüngt, Kali betont, dass er nicht zu viel, dass er sich aushärten kann bis im Winter und dann hat er sehr Ruhe im Winter.